würde. Auf der anderen Seite stelle ich mir immer vor, wenn man in einem Kleid steckt, ja, fast eingezwirbt, um begrenzten Stückzahlen zu haben. Das heißt, wenn Sie vielleicht heute Abend zum ersten Mal bei uns zusehen, herzlich willkommen an dieser Stelle nochmal bei QVC Kassel. Die sitzen oder stehen bereit. Ich weiß nicht, ob die im Sitzen oder im Stehen telefonieren. Die Male, die ich zu Besuch kommen durfte, saßen die meisten. Aber ich glaube, das ist individuell. Oder über unsere eigenen Moderatorenseiten, da sind Sie herzlich eingeladen. Die 132504 ist der nächste Pullover, den wir Ihnen jetzt zeigen. Und das gleich in zweifacher Variante. Das ist das Twinset, das Isabel gewählt hat. Die 132504. Gerade wenn Sie sagen, ich bin nicht so ein Jackett-Typ, ich bin auch nicht so ein Blusentyp, kann man mal machen. Ich zum Beispiel habe die Blusen alle verbannt. Also die sind da noch im Schrank, weil ich immer denke, naja, die hebst du mal auf, vielleicht brauchst du sie doch noch mal irgendwann. Wenn ich jetzt aber morgens durchblätter, blätter ich an den Blusen immer vorbei, weil ich denke, oh nee, das ist so aufwendig, die zu bügeln. Mm, ja. Das haben wir natürlich bei Art & Color auch nicht. Also wir können bügeln, wir müssen aber nicht. Warum? Nein. Geht damit los, mein Sohn wird zuerst wach, dann gehen wir erstmal mit dem Hund. Ich kann Ihnen was wir normalerweise in diesen Sendungen machen. Derjenige, der das Oberteil anhat, das ausverkauft ist, muss sich umziehen. Oh. Das will ich Ihnen nicht zumuten in einer der ersten Sendungen. Früher haben wir das immer so gemacht, ne? Wenn man was ausverkauft, ist so ganz schnell. Also nicht sichtbar, musste immer einer kurz raus, die Kamera war dann auf dem Pullover. Isabel, ich höre gerade von meiner Redakteurin Simone, wenn Sie möchten, können Sie sich gerne umziehen. Ja. Sie müssen aber nicht den Pullover, beziehungsweise ja. Sie entscheiden sich um. Sagen, ach, ich nehme doch was anderes und dann wäre so ein Wartelistenplätzchen spannend. Also lassen Sie sich draufsetzen. Im gemütlichen Schlafzimmer, nein, Schlafzimmer nicht, verzeihen Sie, Wohnzimmer, das aber erst in der kommenden Stunde. Da passt Art & Color aber auch genau rein. Schlafzimmer ist auch so Vorteile haben. Aber auch anderes, ja. Meine Haut zum Beispiel ist im Laufe der Zeit immer empfindlicher geworden. Also ich habe früher Stoffe wie Lurex, kein Problem. Da hatte man einen anderen Fokus bei der Wahl der Bekleidung. Heute denke ich, Hauptsache bequem. Hauptsache genau. Möglichst nicht spürbar. Also alles, was irgendwie kratzt oder zwickt, wird sofort aussortiert. Da bin ich sehr kompromisslos, nicht bei allem, aber bei Bekleidung jedenfalls. Ja. Und Art & Color ist eine Kollektion, die ich unwahrscheinlich gerne mag, weil ich so eine empfindliche Haut habe mittlerweile. So, und da schlüpft man rein. Und jetzt zum Beispiel, wenn Sie mich fragen würden, was ich anhabe, wenn ich jetzt nicht so wirklich darauf geachtet hätte, ich könnte gar nicht mehr wirklich genau sagen, nur von der Form her anliegend schmal. Das heißt nicht, dass Sie sich fühlen, als wären Sie irgendwie eingezwängt. Ganz im Gegenteil, hier ist so ein hoher Elastananteil drin. Ich zeige das gerne hier, aber ich zeige das auch gerne noch mal bei dem Pullover, den wir zum Überraschen. Nicht, dass wir die nicht auch dabei haben in dieser Stunde. Hier kommt ein Zebra, die 130901. Arten kann ich nicht zwingend tippen, dass sie zusammengehören. Aber das ist das, was uns alle auch immer wieder im positiven Sinne überrascht. Das heißt, wir finden alle Pullover, die einfach wahnsinnig bequem sind, die figurschmeichelnd sind, die gerne mal auch noch eine Konfektionsgröße schmaler wirken lassen. Mhm. Aber das dürfen Sie probieren. Wenn Sie reinschlüpfen, zu Hause, in aller Ruhe, in dem Licht, das Sie gerne mögen, vor dem Spiegel, den Sie gerne mögen, vor allen Dingen in der Zeit, in der Sie die... So. Ja, also, aber jetzt bin ich wieder in der Bredouille. Was mache ich denn? Ich möchte, dass er weiterläuft. Ich kann ihn nicht die ganze Zeit tragen. Es ist so ein gut erzogener Sinn. Ja gut, mit dem Bitte und Danke, aber er will ja nach wie vor auf den Arm. Ja gut, also über gut lässt sich jetzt diskutieren. Da sagen wir so, ich tue alles, was mir irgendwie möglich ist. Ob da was draus wird, das gucken wir uns dann in ein paar Jahren an. Ja. Daraus mache ich mir eine neue Herbst-Winter-Kuschelcouch. Ganz neue Farbe, ganz neuer Look, wahnsinnig weich. Und jeden Tag, wenn Sie nach Hause kommen, denken Sie, so, erstmal auf die Couch. Ich versuche das, manchmal klappt das, manchmal nicht. Aber die Couch ist mir irgendwie heilig geworden. Ja. Und im gemütlichen Pullover. Ich brauche mich dann mit Art & Color nicht extra umziehen, wenn ich vom Büro komme oder das sage ich ja, die fühlen sich an, als wäre ich den ganzen Tag im Wellnessanzug oder im Hausanzug oder im Schlafanzug oder was immer Sie gerne mögen. Lieblingssweatshirt, denken Sie an irgendwas, was Sie gerne tragen. Ja. Und das war so toll zu sehen. Düsseldorfer Altstadt am Karneval von oben aus dem zweiten oder dritten Stock. Das war unfassbar. Ja, wirklich. Ja, das einzig Schwierige war wirklich durch diese wahnsinnig enge Grusel überhaupt erstmal dahin zu kommen. In Düsseldorf, Netzausfall, alles ging gar nicht. Ich wusste ja zum Glück, wo Sie waren. Aber das dann von oben zu sehen, das war irre. Ja. Werde ich nie vergessen. Es war echt ein toller... Keiner kochen muss. Da liebe ich ja Kartoffelsalat mit Würstchen. Völlig unprätentiös. Ich liebe den Kartoffelsalat, den mein Papa macht und die passende Würstchen, die meine Familie schon immer isst. Ich liebe sie. Das reicht. Das ist Weihnachten. Ist auch super. Weihnachten ist
Papas Kartoffelsalat mit den Familienwürstchen. Ja. Ah, es ist auch die farbenfroh sind, die fantastische Muster haben, die Applikationen haben. Und das nächste Modell macht dem Namen alle Ehre. Das ist die 1332. Die Größe schlanker wirken kann, wenn Sie den tragen. Genau, wir sehen also hier. Hause wartet, oder was sich dann so ergibt. Ja, und Isabel. So, der Pullover soll uns nicht daran hindern. Ja, nein. Vor allen Dingen, richtig unromantisch wird es ja immer, wenn man das Gefühl hat, ich würde so wahnsinnig gerne ausgehen. Aber so... So, also dann lieber Art and Color, dann ruft sich jemand spontan an, schickt eine SMS oder was auch immer. Genau. Ich weiß nicht, was. Runde Kuschelsocken, leg mich auf die Couch, wenigstens ein paar Minütchen. Ja. Dann genießen Sie erstmal einzuordnen. Mhm. Wenn Sie einen oberen Schrank in der Küche ausräumen, das geht auch nicht in jedem Oberteil. Nein, dann rutscht es hoch und es bleibt oben und dann muss Sie wieder zuppeln die ganze Zeit. Die Nähte unterm Arm. Genau. Das wird Ihnen in Art and Color nie passieren. Das fühlt sich, versuch's mal schön zu beschreiben, es fühlt sich im Grunde an, als würden Sie den ganzen Tag einen Jogginganzug oder einen Wellnessanzug tragen. Nur eben ein bisschen schicker. Ja, sehr, sehr viel schicker sogar. Und mit sehr viel Liebe zum Detail. Das Gefühl, das liebe ich. Kennen Sie das? Das kennen Sie natürlich. Dieses Ja. Feierabend. Gut. Ne? So, da kommt jetzt erstmal nichts mehr. Bestenfalls haben Sie noch jemanden, der die Schuhe auszieht und Sie dann noch mal einwickelt in diese Decke und einfach nur so sagt, Schatz, was möchtest du heute essen oder trinken? Wenn Sie das nicht haben, ist nicht schlimm. Aber die Decke alleine, die kann da schon ganz schön viel kompensieren. Was diese Decke mit mir macht, wenn ich mich